Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir ein Video machen, wo ich viele, 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 viele Produkte ausprobiere, die jetzt neu in meine Sammlung gekommen sind. Ich sag mal, das Herzstück des Ganzen wird hier die Urban Decay Born to Run Palette sein. Das hast du ja auch im Thumbnail schon gesehen. Und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, starten möchte ich gerne mit diesem Perfecting Primer von Nude by Nature Base Teint Parfait. Und ja, ihr seht, die Sonne ist mal wieder etwas rausgekommen. Der ist weiß und dick und den trage ich mir mal auf. Von der Konsistenz ist er wie eine ganz normale Gesichtscreme. Also, da merke ich nichts von irgendwelchen Silikonen oder sowas. So, der Primer sitzt drauf, also der ist halt wie gesagt wie eine ganz normale Creme, jedenfalls fühlt er sich so an, riecht ein bisschen merkwürdig, also so wie so eine Arztseife, Creme, keine Ahnung, ganz, weiß ich nicht, jetzt nicht irgendwie sanft oder sowas, sondern halt schon wie so eine Arztgeschichte. So, dann mache ich mir mal die Augenbrauen hier mit dem Avon True Perfect Brow Powder Liner in der Farbe Light Brown. Ja, das kann man wohl so machen. Bürsten wir das Ganze noch einmal durch, um das ein bisschen luftig leicht zu gestalten. Müssen wir gleich noch irgendwie ein bisschen sauber hinkriegen, ne? Das ist jetzt ja sehr pudrig, das Ganze. Die Foundation, die ich verwenden möchte, ist die hier. Das ist ja diese Probe. Das werdet ihr auch in meinem Aufgebraucht-Video gesehen haben. Das ist von BH Cosmetics Light Olive, die 212. Naturally Flawless, also ich bin wirklich gespannt, zum einen, ob das reicht und zum anderen, ob das meine Farbe ist. Bisschen dunkel, aber ich glaube, das wird schon. Von der Konsistenz her ist die ziemlich dick, würde ich so sagen. So, dann habe ich hier ein Make-up-Schwämmchen von Make-up Revolution und arbeite das einfach mal jetzt in mein Gesicht ein. Ja, also von der Deckkraft ist das nicht so allzu viel. Ich sehe noch Äderchen, ich sehe noch alles Mögliche durch. Also hier auch ein paar Rötungen sehe ich durch. Ja, ansonsten fühlt es sich so ein bisschen dicker auf der Haut an, obwohl die Deckkraft halt nicht so ordentlich ist, ne? Naja, aber wir gucken mal, wie die sich nachher noch so verhält. Naja, aber kann man wohl so durchgehen lassen. Ne? Ist halt nicht so ganz meine Farbe, aber ist okay. Wir haben ja noch nicht alles drauf. Das ist ja meistens so, wenn du eine Foundation drauf machst, die nicht unbedingt deinem Hautton entspricht, kann man das ja immer noch ausgleichen mit allem anderen. Aber ich bin wirklich gespannt, weil das halt hier auch wirklich viele neue Produkte sind. Aber das würde ich mir in der Farbe auf jeden Fall nicht nochmal nachkaufen. Aber vielleicht in einer anderen Farbe, weil mir an sich das ganz gut gefällt, wie die sich so mit der Haut verbindet, ne? Wie die sich so anschmiegt. Das finde ich eigentlich ganz schön. Also es sieht ebenmäßig aus, es sieht nicht fleckig aus, sieht gut aus. Ja. Als nächstes habe ich einen Concealer, den hatte ich in einem Adventskalender drin. Das ist von Hey Honey Trick and Treat Active Propolis Cream Concealer with Treatment Benefits Light to Medium Tone All Skin Types. Also da bin ich auch wirklich gespannt, weil der sehr dunkel aussieht. Hier dieser Punkt, ne, da. Ja. Wir gucken mal. Weil Concealer ist ja normalerweise so ein bisschen aufhellend. Ach, guck mal, was hier rauskommt, ist auch gar nicht so dunkel. So, den trage ich mir jetzt erstmal mit meinen Fingern auf. Krass, wie der hier gerade so rausgeschossen kommt. Ah, trage ich mir hier unter den Augen auf. Ach, guck mal, der ist gar nicht so dunkel, wie er auf dem Tröpfchen aussah. Aber der riecht schön nach diesem Propolis. Propolis ist ja, ich glaube, reiner Honig oder sowas, sowas ganz Spezielles. Und das verwende ich normalerweise so als Tropfen ganz gerne, wenn ich habe, wenn ich Herpes habe, wenn ich Zahnirritationen habe, dann wird der meistens verwendet. Ja, ich habe jetzt hier sehr viel Concealer, der hier rauskommt, deswegen versuche ich den so ein bisschen zu verteilen. Ich will ja kein Produkt jetzt eigentlich verschwenden, aber ich kann nicht alles verwenden, was hier rausgeschossen kommt. Es ist gerade eine ziemlich schmutzige Angelegenheit hier, doch. Finger abmachen hier. So, dann nehme ich hier wieder den, ich habe hier noch mehr dran. Wo kommst du denn weg? Wir gucken mal, ob ich dich gleich noch verwenden kann. Nehme ich hier das Beauty-Schwämmchen und arbeite das ein. Also das Beauty-Schwämmchen gefällt mir ganz gut, weil du hast ja auch diese scharfe Kante, mit der du sehr gut arbeiten kannst, auch unter dem Auge. Ha, schön.
So, weil ich hier jetzt irgendwie immer noch Concealer auf meinem Finger habe, wo auch immer das herkommt, trage ich das mal hier so an den Nasenflügeln auf. Sehr grobmotorisch. Hier so ein bisschen, weil da habe ich ein paar Rötungen. So. Dann tape ich das auch ein. Also so von weitem sieht das alles echt schön aus und auch ebenmäßig. Und ich finde auch, dass der Concealer echt schön aussieht. Also der scheint gut zu sein. Aber ich gucke mir das nochmal eben von nahem an. Denn ja, ich habe ja auch eine gewisse Distanz zu dem Spiegel, der vor mir steht. Und komme dann gleichzeitig auch nochmal ein bisschen näher. Dann könnt ihr das mit mir zusammen betrachten. Also ich finde, dass der Concealer sich sehr, sehr, sehr gut verträgt mit der Foundation. Und dass der echt schön aussieht. Also sowohl die Foundation als auch der Concealer gefallen mir richtig gut. Echt. Das fühlt sich auch schön auf der Haut an. Also da muss ich wirklich sagen, sind zwei schöne Produkte, die ich jetzt hier so ausgegraben habe aus meinen Boxen. Jetzt muss ich das Ganze einmal setten. Da habe ich hier so ein Puder. Bei Terry Hyaluronic Hydra Powder. Das soll quasi ein Puder sein, wo auch Wasser mit drin ist. Das hatte ich in einer Flaconi-Box mit drin. Und ja, das möchte ich jetzt gerne verwenden. Das ist so ein wirklich kleines Probenpöttchen. Und wie du siehst, ist es auch noch komplett zu. Ich habe es noch gar nicht verwendet. Jetzt ziehe ich die Folie hier mal ab. So, die kommt in meinen schicken Mülleimer. Und dann nehme ich mir halt ein bisschen Puder und mache mir das hier in den Deckel rein. Ist ja loses Puder. Das ist sehr, sehr fein. Ui, ui, ui. Das ist ultra fein. Und jetzt habe ich hier was im Deckel drin. Und dann nehme ich mir hier so einen Pinsel von BH Cosmetics aus dem Rose Quartz Set. Muss dann erst hier einmal tapern. Aber der kriegt auch nicht in ein Fältchen oder so. Also das ist ja wahnsinnig schön. Ja, doch, ein bisschen. Jetzt, wenn man das so runterzieht, sieht man das auch, ne? Dass der so ganz leicht jetzt in die reinkriecht, aber das tape ich dann so fest. Dann nehme ich mir diesen Pinsel, nehme ein bisschen was auf den Pinsel und gebe das unter mein Auge und sette so mit dem Concealer. So, damit ist dann auch die schwerste Hürde geschafft. Dann kann man jetzt nämlich komplett alles mit dem Puder einmal setten. Also da das Puder halt so fein ist, ist es wirklich schwer, das Puder zu greifen. Also ich glaube, dass dieser Pinsel hier nicht der optimale dafür ist. Aber es funktioniert schon, weil es staubt dann schon hier etwas. Also ich finde, das Puder hat einen mega schönen Weichzeichner-Effekt gemacht. Es fühlt sich richtig schön an. Du merkst jetzt nicht unbedingt, dass Puder auf der Haut ist, wenn du auch so rüber gehst. Du merkst, dass da dieses Hyaluron-Gedöns drin ist. Das ist ja wahnsinnig toll. Hyaluronic Hydra Powder. Also das scheint dann auch richtig mit Feuchtigkeit zu sein. Und es fühlt sich irre schön an. Echt. Also das kann ich wirklich sagen. Und wenn ich so Falten ziehe, ne, werden die auch nicht so davon betont. Normalerweise hast du Puder, was dann auch richtig die Falten betont. Aber das ist so sanft und so leicht und toll und geil. Das werde ich jetzt ein bisschen öfter benutzen, weil ich das so schön finde. Wow. So, dann bleiben wir mal beim Gesicht und kommen wir zum Bronzer. Da habe ich hier den Betty Luminizer Wanted Recherché. Sehr geil, oder? Also den finde ich ganz interessant von The Balm. Den hatte ich auch von der lieben Mrs. X bekommen. Der hat so einen ziemlich schönen Schimmer auch mit drin. Also, ne? Da bin ich mal gespannt. Der wird meinem Gesicht dann wahrscheinlich auch einen schönen Glow verleihen. Dann gehe ich hier mit einem Luvia-Pinsel rein. Das ist ein großer, fluffiger. Und klopfe vorsichtshalber ab, aber da kommt gerade nichts raus. Und tupfe mir den erstmal vorsichtig auf, weil ich weiß nicht, wie gut der pigmentiert ist. Ja, aber das geht. Da kann ich auch ein bisschen mehr nehmen, glaube ich. Oh, der ist ein bisschen rötlicher, wenn man den halt, also wenn man mehr davon verwendet. Aber der ist ganz schön. Der ist toll. Ich mal mir bei Bronzer immer hier ein E, also quasi hier in der Stirn. Dann gehe ich hier so zwischen Wange und wenn ich hier quasi meiner Ohrlinie folge, ne? Also dazwischen male ich dann mit dem Pinsel, weil natürlich großer Blenderpinsel malst du dann komplett drüber. Und dann hier so ein bisschen runter und blende das dann hier nach unten aus.
Ich finde den Bronzer sehr, sehr dezent, sehr leicht, aber natürlicher Glow, ne? Ha, das gefällt mir richtig gut. Ich mache noch ein bisschen mehr, weil ich mag gerne viel Bronzer, vor allem so hier im Wangenbereich mag ich das ganz gerne. Auf der Stirn gebe ich mir hier auch noch so ein bisschen mehr an den Haaransatz. Dann sieht man halt so richtig schön sonnengeküsst aus. Das gefällt mir. Das ist ein schöner Bronzer. Ja, sieht man jetzt nicht so ganz extrem, ne? Also der ist wirklich sehr dezent, aber ich finde den schön. Also für den leichten Look, den ich heute ja mit euch schminken möchte, ist der perfekt. Und dann habe ich hier von BH Cosmetics den Floral Blush Duo Cheek Color. Also das sind zwei Farben, die da drin sind. So sieht der aus. Und zilla. Dann klappe ich das mal hoch. Auch hier hast du ein Spiegelchen und dann zwei Farben. Das Dunklere schimmert ein bisschen und das Helle ist dann halt ein bisschen heller. Schlau, Okay, dann nehme ich hier von BH Cosmetics so einen Rougepinsel oder so. Oh Gott. Da kommt gut Produkt auf den Pinsel. Das muss ich gut abklopfen. Und dann lächle ich ein bisschen und sehe, oh mein Gott, der ist echt heftig. Aber ich liebe es, wenn ein Blush heftig ist. Den gebe ich vor allem hier auf meine Wangenpartie. Topf den. Tapper den so ein bisschen ein. Zieh den auch immer so ein bisschen sanft hoch, genau wie Kati von Katis Kosmos, die macht das auch immer so ganz gerne, weil es einfach so eine schöne, so eine ganz tolle Frische verleiht ans Gesicht, ne? Ha, ist herrlich. Also man sieht auf jeden Fall einen Unterschied, ne? Ich finde es ganz cool. So, dann nehme ich noch das Produkt, was hier eben so ein bisschen rausgetapert ist, raus. Also ihr seht, ne, richtig krass viel Produkt auf dem Pinsel. Aber dann auch richtig viel Produkt auf der Haut. Also, cooles Produkt, hat aber richtig viel Kickback und ja, ne? Macht aber dafür auch richtig viel auf dem Gesicht. Ja, Augen, ne? Augen wäre jetzt mal so eine Geschichte, die man machen könnte. So, die Urban Decay Born to Run Palette, die ich ja von der lieben Mrs. X in dem Tauschpaket, Geschenkpaket, Überraschungspaket, wie auch immer hatte. Wunderschön, also. Von außen schon richtig schön. Das ist mal was ganz anderes, ne? Dass du so diese Reisebilder hast und so. Und ach, richtig schön hier hinten der Big Ben drauf. Und richtig, richtig toll. Gefällt mir irre gut. Und ja, dann machen wir sie mal auf und benutzen wir sie. Du kannst hier den Spiegel komplett nach hinten umklappen. Das finde ich sehr praktisch, ne? Und dann halt hier die entsprechenden Farben benutzen. Und ich würde einfach mal sagen, ich fange an und dann gucken wir mal, was dabei rumkommt. Starten werde ich wie immer mit meinem angeschrägten Pinsel, den nehme ich meistens. Der ist jetzt von Luvia. Ja. Und wir haben Wochenende, da nehme ich jetzt erstmal den Ton Weekender, um mein Augenlid zu setten. Fand ich ganz gut. Ja, du hast Kickback in der Palette. Genau. Ich habe hier eben Concealer drauf gemacht. Das klopfe ich dann erstmal so ein bisschen fest, dass das jetzt nicht irgendwie. Ne, sich allzu sehr in die Fältchen setzt und sich dann gegebenenfalls mit dem Lidschatten verbindet und Klumpen, das sieht dann doof aus. Genau, das gebe ich mir erstmal wirklich komplett auf diese Farbe. Weekender ist auch eine geile Farbbezeichnung. Gebe ich mir auch wirklich bis nach oben unter die Augenbrauen auf, weil es soll halt eine richtige Basefarbe sein. Wie ihr seht, ich habe hier nach wie vor noch meine Augenbrauen, die werde ich demnächst mal mit euch zusammen zupfen. Also nicht zupfen. Entfernen und ihr werdet sehen, wie. Ich züchte und züchte und höre nicht auf damit erstmal, weil ich finde, dass sich das schon ganz gut entwickelt hat bei meinen Augenbrauen. Dann nehme ich die Farbe Still Shot, das ist so ein peachiger Ton, und setze mir den so als Base Crease, sagt man das so, auf. Ah, ich klopfe erst vorsichtig ein bisschen ab. Noch ein bisschen mehr. Und dann setze ich mir das meistens hier so an der Seite an und ziehe mir das so nach vorne rüber. Ziehe mir das auch ein bisschen höher, weil ich ja meinen Mini-Schlupflid habe. Und der Ton erinnert mich auch so ein bisschen an die Too Faced Sweet Peach Palette. Die hat mir ja richtig gut gefallen. Ich blende den auch richtig schön nach oben hin noch so ein bisschen aus. Dann nehme ich mir hier einen neuen Blendepinsel. Das ist jetzt einer von Hashtag Me. Der war in der Glossybox Young mal drin. Und nehme die Farbe Wild Heat. Nee, Wild Heart.
gehe ein bisschen rein. Die hat einen leichten Schimmer. Das dann jetzt ein bisschen auf dem Pinsel. Setze das hier an und blende das so ein bisschen nach vorne hin aus. Dann gehe ich nochmal in die Farbe Wild Heart, wenn ich das geblendet habe. Gucke gerade in meinen Spiegel und setze das dann oben oberhalb meiner Wimpern an. Und ziehe dann nochmal quasi meine künstliche Lidfalte nach, um das Auge einfach noch ein bisschen zu öffnen. Ja, und das funktioniert ganz gut mit dieser Palette, weil die Farben wirklich sehr anschmiegsam, sehr sanft sind und sich schön ausblenden lassen. So, durch das von dort kommende Sonnenlicht wirkt dieses Auge jetzt etwas heller als dieses, aber die sind gleich. Keine Sorge. Dann nehme ich mir die Farbe Stranded, also gestrandet, dieses schöne Schimmergold auf den Finger und gebe mir das hier in die Mitte. Also nicht in die Mitte, sondern quasi, ne, nach vorne hin durch. Das ist eine richtig schöne goldene Farbe, die ich wunderschön finde. Ei, ei, ei. Ne? Gefällt mir richtig gut. Und die Pigmentierung. Oh, ich liebe es. Es ist echt wunderschön. Ich habe mich jetzt entschieden, vielleicht auch noch ein bisschen dunkler zu werden hier oben drüber. Und dann nehme ich hier die Farbe Guilt Trip auf meinen Blendepinsel. Die schimmert auch ganz leicht. Das ist so ein Lila. Und verblende das dann auch nochmal zur Vertiefung in der Lidfalte. Da gehe ich jetzt wirklich nur ganz vorsichtig drüber, weil ich das nicht allzu heftig haben möchte. Und für das äußere Drittel gehe ich hier in die Farbe Double Life. Das ist der hier. So ein schöner dunkler Kupferton. Richtig dunkel. Und den gebe ich auch wieder mit dem Finger hier außen vorsichtig hin. Und nehme mir dann nochmal meinen Blendepinsel, tupfe hier so ein bisschen rein und verblende so ein bisschen Double Life und Stranded, damit du einen schönen Übergang bekommst. Und ich verblende es auch so ein bisschen in die Lidfalte hier oben mit rein, damit alles einfach miteinander verbunden ist. Und es lässt sich alles so schön miteinander verbinden, das ist so herrlich. Du musst hier nichts ansprühen oder sonst irgendwas. Es ist einfach sehr, sehr harmonisch hier auf meinem Auge. Auf meinen Augen habe ich ja zwei von, ne? Das gefällt mir. Ja. So. Fallout-technisch haben wir nur ein ganz kleines bisschen hier. Das ist aber nicht schlimm. Dann nehme ich einfach den Puderpinsel von eben und wische das einmal eben weg. Habe mich entschieden, das Ganze etwas bunter zu gestalten. Ne? Deswegen nehme ich hier so einen angeschrägten, eigentlich Eyeliner- oder Augenbrauenpinsel und gehe in die Farbe Radio. Das ist so ein ganz dunkler Ton, dunkles Blaugrün ist das fast schon, also der hier. Ne? Und gebe mir den, zack, komme ich wieder etwas näher, hier unten einmal drunter, unter meinen Wimpernkranz. Nur so bis zur Hälfte. Und auch den ziehe ich mir etwas höher, damit der dann hier oben auch so ein bisschen mit eingeblendet werden kann, damit du da einen schönen Übergang hast. Dann gehe ich wieder in die Farbe Stranded, die ich auch oben hier oben schon drauf habe. So. Und gebe mir das dann vorne auf die andere Hälfte. Dann ziehe ich das auch immer so ein bisschen noch mit rein, damit das Ganze miteinander verbunden wird, verblendet wird, wie auch immer. So, dann alles, was sich Fallout nennt, wird weggewischt. Dann nehme ich wieder meinen Blendepinsel, gehe in die Farbe Radio ganz vorsichtig rein und verblende das hier nochmal so ein bisschen in dem äußeren Winkel, damit halt wirklich so, oder ich tupfe das viel mehr, damit du so einen wirklichen Übergang hast. Aber das wirklich nur ganz dezent. Mit meinem Finger gehe ich in die Farbe Blaze, die ist ein bisschen heller als Stranded und gebe das hier einfach auf den aller
höchsten Punkt. Dann nehme ich mir einen freshen Blendepinsel, das ist jetzt von Ebelin einer. Gehe in die Farbe Weekender, die wir am Anfang auch schon hatten, um das Lid zu setten. Na. Und verblende dann hier oben nochmal ein kleines bisschen, um das Ganze noch softer zu machen. So sieht das dann aus. Also da kommt gleich noch Mascara und Eyeliner drauf, aber so sehen dann die fertig gemachten Augen aus. Mir gefällt's. Ganz schön bunt geworden. Also du kannst theoretisch mit dieser Palette auch dezente Looks schminken, ne? Also wenn du dich eher so in der oberen Reihe aufhältst, dann bist du eher dezenter unterwegs, aber ich hatte irgendwie jetzt gerade Bock da drauf. Ich möchte ja alles aus der Palette dann ja auch immer so ein bisschen ausprobieren. Ich habe ja von Eyeliner gesprochen, den ziehe ich mir jetzt und zwar mit was ganz Neuem, das habe ich noch nie probiert. Das ist jetzt von Giordani Gold Supreme Gel Eyeliner. Den habe ich von der lieben Lea in dem Paket gehabt. Und ja, so sieht er aus, kommt in einem richtig schönen Glaspöttchen, also sehr hochwertig. Und so sieht er aus. Ich habe ein bisschen Angst, ich habe es noch nie probiert, aber heute probieren wir das zusammen. Wenn man nie etwas probiert, kann man auch nicht sagen, ich habe es schon mal probiert, ne? So, Spiegel ist da, Eyeliner ist da. Das wird jetzt so spannend, ey. Dann habe ich hier einen Eyeliner-Stift quasi. Also der ist jetzt ein bisschen, ich glaube, ein bisschen schmaler vorne als die anderen Pinsel, die ich so habe, ne? Den habe ich ja mir von Cosmetic for Less mal gekauft. Ich weiß gar nicht, wie ich das festhalten soll. Naja, ich gehe mal in dieses Pöttchen so ein bisschen rein mit diesem Eyeliner-Pinsel. Interessant. Und dann versuche ich mir mal einen Eyeliner zu ziehen. Ah! Wird interessant. Gott, ist der geil. Oh mein Gott, ist das geil, so zu arbeiten. Das habe ich ja noch nie gemacht. Das geht so einfach. Mega geil. Und ich will den jetzt auch ein bisschen dicker haben. Das heißt, du kannst damit so präzise arbeiten. Das macht Spaß. Oh, Lea, danke, dass du mir da einfach mal so einen kleinen Po-Tritt gegeben hast. Geil. Ich möchte, glaube ich, nie wieder was anderes benutzen als einen Gel-Eyeliner. Ist das geil. Macht das Spaß. Ich meine, der Pinsel ist jetzt nicht mega geil, ne? Da muss ich mir wahrscheinlich mal einen ordentlichen Eyeliner-Pinsel holen. Aber das ist ja schön, so zu arbeiten. Okay, der Ring ist jetzt ein bisschen heftig geworden, ne? Ich glaube, den muss ich ein bisschen dezenter gestalten. So ist es jetzt ein bisschen dezenter. Ja, gefällt mir. Geiles Produkt. Werde ich definitiv viel häufiger verwenden, weil ich stehe offensichtlich sehr auf Gel-Eyeliner. Wow. Mag ich gerne. Da bin ich gerade ein bisschen eskaliert, weil ich den einfach zu gerne mag. Ja, aber auch super geil im Alltag. Du kannst einmal kurz, tschup, dann bist du fertig, ne? Da musst du nicht jetzt Ewigkeiten oder so. Oh, wahnsinnig toll. Fantastisch, fantastisch. Ja, kommen wir zu einem Teil, was ich sehr gerne mag. Und zwar Wimpern. Also Mascara. Da habe ich hier von Benefit die Bad Girl Bang Mascara, die aussieht wie. Keine Ahnung, eine Kaiserkrone, ein Zauberstab. Man weiß das nicht. Die werde ich jetzt mal drauf machen. Ich freue mich. Die hat so ein schönes Gummibürstchen. Ist schön lang. Und ja, die mache ich mir jetzt mal drauf. Also die Mascara macht, was sie soll, ne? Aber ich finde die schon sehr klumpig. Die soll auf jeden Fall ja auch dickere Wimpern machen. Das macht sie. Ich komme noch ein bisschen näher. Siehst du denn dann noch besser? So im Sonnenlicht auch tatsächlich, ne? Genau. Ja, also so sieht dann auch das fertige Augen-Make-up aus. Mir gefällt es richtig gut. Ja, gleich kommt noch der Highlighter zum Einsatz. Aber mir gefällt auch dieser Farbverlauf. Ich mag dieses Pinke mit dem Goldenen oder Lila mit dem Goldenen richtig gerne. Das gefällt mir. Aber ich denke, dass ich die Mascara noch ein bisschen länger verwenden muss, sprich, dass sie ein bisschen eintrocknet. Dann hast du das meistens nicht, dass die Wimpern dann auch so verkleben, weil du hast dann schon diesen Fliegenbeineffekt, ne? Gerade bei dem Auge, finde ich, sieht man das schon ziemlich. Aber das ist bei dem Augen-Make-up jetzt auch nicht so wild, ne? Wenn du jetzt so ein Alltags-Make-up hast, wo du vielleicht, also ich habe ja nur Eyeliner und Mascara, wenn dann die Wimpern verkleben, dann siehst du das halt extrem. Bei so einem Augen-Make-up sieht man das gar nicht so. Da denkt man, okay, sie hat künstliche Wimpern drauf, alles cool. Das sind keine künstlichen. Bigger Better Volumizing Mascara.
Das ist mit Provitamin B5 übrigens. Das soll das Ganze dicker und stärker machen. Und die soll wasserfest sein und wischfest. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, dann kommen wir jetzt erstmal zum Highlighter. Da habe ich hier, upsala, komm her, du, stopp du, von Catrice den das High Glow Mineral Highlighting Powder. Ich weiß nicht, ob der mir reichen wird oder ob ich da noch vielleicht noch einen anderen drüber setzen werde. Ja, den finde ich ganz schön. Den hatte ich in einem Trash-Paket. Dann verwende ich hier von Luvia den Highlighter-Pinsel. Gehe derbe rein, das staubt schon. Und setze mir das hier hin. Oh doch. Oh doch, der ist schön. Also man muss ein bisschen mehr Produkt verwenden, weil man den, wie gesagt, wenn man es jetzt derbe haben will, schon ziemlich aufbauen muss. Aber er ist schön nass, ne? Also das gefällt mir richtig gut. Dann noch die Nasenspitze, die Nase. Mehr. Das Lippenherz. Kinn kriegt auch ein bisschen was ab. Ah komm, ein bisschen was auf der Stirn. Ich finde den Highlighter schön. Der ist schön. Dann hat man einen schönen Glow, ne? Dann setze ich mir ein Inner Corner Highlight. Hier auch mit einem Pinsel von BH Cosmetics. Das ist einer, der vorne spitz zusammengeht und so fest gebunden ist. Naja, um da einen Effekt zu sehen, muss ich schon ein paar Mal öfter jetzt drüber gehen. Und dann auch noch hier unter der Augenbraue. Und so glänze ich vor mich hin. Also auch den Highlighter finde ich richtig toll. Ich weiß nicht, ob man den noch kaufen kann. Ich glaube nicht, weil der ja aus dem Trash-Paket war, ne? Dann ist der immer ein bisschen älter. Aber naja, das ist auf jeden Fall die Farbe 010 Light Infusion. Oh, jetzt habe ich das Pad wieder drüber gemacht. So sieht man es besser, ne? Und schön das Ringlicht da drin. Herrlich. Ja, und jetzt kommen wir zu den Lippen. Da habe ich mir aus dem Paket von der lieben Lea ausgesucht, von La Roche-Posay. Die Farbe 22 ist das. So sieht der aus, den habe ich eben schon mal geswatcht, weil ich musste ja gucken, was passt. So, und den mache ich mir jetzt auf meine Lippen drauf. Der hat ja hier in der Mitte diesen Pflegepunkt. Und der hat so einen leichten Schimmer. Das gefällt mir auch richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. So sieht das dann zusammen aus. Ja, ich finde, das sieht ganz gut zusammen aus, ne? Genau, ich komme euch mal etwas näher, dann könnt ihr euch das ganze Make-up nochmal von Namen angucken, was wir so zusammen gezaubert haben. Also, ja, es gefällt mir wirklich so als Gesamtkonzept richtig gut zusammen. Ja, ne? So kann ich heute den Tag verbringen und noch ein paar Videos für euch drehen. Das eine oder andere habt ihr schon mit diesem Look gesehen. Ein paar Folgen noch. Ja, eins muss ich noch machen und zwar mein Trended Up Expert Fixing Spray benutzen, denn das Ganze muss fixiert werden. Das muss ja ein paar Stunden noch halten. Das finde ich übrigens gut, aber oh, es ist schon dann immer überall verteilt. Eine Sache hätte ich fast vergessen. Ja, es gibt jetzt auch eine Verlosung am Ende dieses Videos. Also jetzt, also, ne? Ich zeige dir mal eben, was es gibt. Und was du dafür tun musst, ich will immer müsst sagen, was du dafür tun musst, ist total einfach. Lass dem Video ganz einfach einen Daumen nach oben da, sei sichtbarer Abonnent meines Kanals und schreib irgendwas Liebes in die Kommentare, woraus ich erkennen kann, dass du an der Verlosung teilnehmen möchtest. Alle weiteren Bedingungen stehen unten in der Infobox drin. Verlosungen gehen bei mir immer so ungefähr 4 Wochen und ja, ich drücke dir die Daumen und viel Glück. So, ihr Lieben, das ist jetzt mein fertiger Look. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist zu den ganzen Style and Talk Videos, hier unten meinen neuesten Upload und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!